Im 13. Jahrhundert bereits erhielt Meißen das Stadtrecht. Johann Friedrich Böttger, der Mann, dem es gelang, das begehrte weiße Porzellan auch in Europa herzustellen. Ursprünglich sollte der Alchemist Gold für die Kasse des sächsischen Königs produzieren. Aber das Porzellan war dann für August den Starken eine ebenso teuer zu verkaufende Ware. Meißner Porzellan, gekennzeichnet durch die blauen Schwerter, ist ein Begriff in der Welt. Meißen ist die einzige Porzellanfabrik der Welt, die ihren Kaolinbedarf aus einem eigenen, nur ihr zugängigen Vorkommen befriedigt. Über 1000 Menschen arbeiten heute in der Manufaktur. Ob die Altmeißner Figuren und Gruppen den Werken des berühmten Kändler nachgestaltet, ob das 1734 entwickelte Drachenmuster, ob die Variationen nach Malereien Watteaus oder das Zwiebelmuster die wohl bekannteste Unterglasurmalerei der Welt, alles Porzellan aus Meißen ist in nah und fern gefragt. ...1400 °C beträgt die Durchschnittstemperatur in den Kammern beim Brennen des Porzellans. 1764 wurde in Meißen eine Zeichenschule gegründet. Bis auf den heutigen Tag gibt es in der staatlichen Porzellanmanufaktur eine glückliche Synthese zwischen erfahrenen, bewährten künstlerischen Mitarbeitern und dem jugendlichen Nachwuchs. Als Johann Friedrich Böttger vor 250 Jahren starb, ahnte er nicht, welchen Siegeszug das von ihm neu entdeckte Porzellan antreten wird.